Die Röhre DGC1-250 gehört zu der Gruppe der Einweggleichrichterröhren mit Gasfüllung. Als Gas wird meist ein Edelgas wie Xenon oder Neon genutzt oder wie bei dieser Röhre Quecksilberdampf. Quecksilber hat den Vorteil, dass es zwei Elektronen pro Atom abgeben kann, was zu einem höheren Anodenstrom führt, während Edelgase meist nur ein Elektron abgeben können. Wichtig ist, bei Röhren mit Quecksilberdampf, die Anodenspannung darf erst dann eingeschaltet werden, wenn das Quecksilber in der Röhre komplett verdampft ist. Die Heizspannung beträgt in diesem Fall 4 Volt bei ungefähr 2,5 Ampere. Der Faden ist in Ordnung. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode. Gitter gibt es keine. Es gibt keinen Kurzschluss zur Anode. Man sieht, dass in der Röhre auch wieder ein gräulicher Dampf entsteht. Das ist das verdampfende Quecksilber. So, die Aufheizzeit ist vorbei. Ich lege jetzt die Anodenspannung an. Man sieht jetzt die Gasentladung des Quecksilberdampfes. Das Flimmern entsteht durch die 50 Hertz Wechselspannung der Netzfrequenz, da die Röhre nur während der positiven Amplitude gezündet wird. Die Röhre wird zurzeit mit ungefähr 55, 56 Milliampere getestet, ist also somit noch im Gutbereich.